Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Silverback und diesmal geht es nicht um das Spiel. Und zwar The Exit 8. Hier steht nämlich folgendes. Anleitung. Seien Sie achtsam und übersehen Sie keine Anomalien. Kehren Sie unverzüglich um, wenn Sie Anomalien entdecken. Gehen Sie weiter, wenn Sie keine Anomalien entdecken. Finden Sie Ausgang 8. Das klingt natürlich erstmal relativ einfach. Der Silverback hat sich gedacht, ja, alles kein Problem. Ich muss nur ein bisschen einfach darauf achten, wie die Umgebung sich verändert. Der Pustekuchen. Erstens habe ich versucht, das Spiel im Stream zu streamen. Ich konnte auch streamen, aber das Mikrofonsignal wurde gekappt. Das heißt also, ihr habt die ganze Zeit mich quatschen gehört, aber ich konnte mein Mikrofon nicht verwenden. Zweitens, seht ihr, ihr müsst auf jeden Scheiß in diesem Spiel achten. Sobald sich irgendwas verändert, zum Beispiel hier, achtet mal auf die Poster. Die Poster sind soweit alle in Ordnung. Hier. Aber es geht auch um die Mimik der einzelnen Personen. Das heißt also, wenn die, zum Beispiel habe ich es erlebt, dass auf einmal der Typ anfing, mich anzugrinsen. Er fing an, auf mich loszugehen. Er fing an. Ja, es ist verdammt schwer. Es ist verdammt schwer. Dann kommt auch noch dazu, dass diese Umgebung so schummrig ist. Das ist so eine Art Blooming-Effekt hier. Und in dem Spiel geht es eigentlich nur darum, Ausgang 8 zu finden. Ich war bereits auch schon bei Level 7. Bei Level 7. Aber. Das Problem war, dass, sag schnell, ich war bei Level 7 und habe denn bei einer Sache irgendwas nicht gesehen. Und das heißt also, ihr werdet dann immer wieder zurückversetzt. Das Spiel werde ich nicht streamen können. Ich kann dann halt nur schreiben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann dann einfach nur schreiben. Und, ich war ja auch gerade in der Party mit jemand anderes. Mein Mikrofon hat definitiv funktioniert, sonst hätte er mich ja nicht hören können. Das Spiel schafft es irgendwie, das Signal zu kappen. Und zwar wollen die das deswegen machen, damit man sich auf die Umgebung konzentriert und nicht abgelenkt wird. Ja. Weil zum Teil waren ja viele Leute dabei, die sich das angeguckt haben. Und die haben ja gesehen, dass ich die Kamera und so weiter und sogar den Greenscreen verwenden konnte. Das war ja nicht das Problem. Aber du musst hier auch irgendwie die Umgebung wirklich im Auge behalten. Und sobald sich irgendetwas verändert, fängst du und du nicht rechtzeitig nach links läufst, verändert, musst du direkt von vorne anfangen. Ich habe das 2 Stunden durchgehalten. 2 Stunden und 5 Minuten. Aber danach wollte ich auch einfach nicht mehr, weil es geht auch tierisch auf die Augen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, wir sind auch schon auf die Vermutung gekommen, dass diese Person ihr die ganze Zeit seid. Weil letztendlich ist es ja die ganze Zeit so wie in so einem Hamsterrad. Und ihr lauft einfach nur. Ihr lauft und lauft und lauft und lauft. Und es gibt einfach kein Ende. Und ich frage mich manchmal echt wirklich, warum mache ich das hier überhaupt? Wieso mache ich das? Ja, das ist Wahnsinn. So, jetzt sind wir bei Level 1 angelangt. Okay, Level 1, soweit alles okay. Ja, das wird super sein. Level 1, okay. Denkt man sich so, ja, okay, wir sind weiter. Vielleicht passiert hier noch was Interessantes. Achtet auch auf die Poster. Die Poster könnten sich auch verändern. Oder es fängt auf einmal an, dass die. Ja, wie sage ich das jetzt am besten?
Ihr solltet wirklich auf jeden Fall ziemlich geduldig sein bei dem Spiel, weil wenn ihr nämlich keine Geduld habt, dann ja, siehst du, jetzt sind wir wieder bei Null. Irgendwas war gerade nicht richtig gewesen. Und ich habe es übersehen. Genau. 3,99 kostet es im PlayStation Store und 4 € denke ich mal, wird jeder mal haben, um sich das direkt anzugucken. Und da war zum Beispiel auch unter anderem auch so eine Blutsfontäne. So eine Blutsfontäne, die auf euch zugekommen ist. Und da müsst ihr dann nach links laufen. Als bestes Beispiel. Ich nehme das auch gerade um 12 Uhr auf. Und wollte euch einfach nochmal erklären, warum ich nicht quatschen konnte. Ich habe die ganze Zeit gequatscht, aber ihr habt das nicht gehört. Jetzt bin ich wieder bei der 1. Okay, bei der 1 ist alles soweit cool. Ja, da wird soweit alles okay sein. Und auf einmal ist es dann auch mal dunkel geworden. Dunkel geworden. Dunkel geworden. Es ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall die Umgebung im Auge behaltet. Hier hatte sich das Bild, das Schild dann nachher auch bewegt. Ja, ich glaube, das lag daran gerade. Ja. Ich glaube, das hatte gerade was mit der Zigarette zu tun. Weil wenn ihr hier nämlich langlauft, die ganze Zeit langlauft, dann lauft ihr immer wieder geradeaus. Es muss also auf jeden Fall immer um links gehen. Außer natürlich, ihr seht irgendeine Anomalie. Und diese Anomalien, die werden auch immer schwieriger. Ich war froh, wirklich 2 Stunden es geschafft zu haben. Ja. Aber auch sowas wie zum Beispiel Schatten, die sich auf einmal bewegen können. Auch darauf müsst ihr achten. Ja, also wollte auf jeden Fall sagen, ich wollte euch den Tipp mal geben. Geht mal in den PlayStation Store, guckt euch das mal selber an. 4 € werdet ihr bestimmt auch haben. Wenn ihr mal ein anderes Spiel vielleicht spielen wollt und nicht immer das gleiche. Und ich würde sagen, der Silverback ist erstmal raus und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Silverback macht irgendwie die Räume unsicher. Jo. Und wenn ihr des Japanischen mächtig seid, vielleicht kann euch das ja auch von Vorteil sein. Dann, ich glaube ehrlich gesagt, dass die bestimmt die ganze Zeit die ganze und so weiter hier bestimmt die ganze Zeit stehen. Und da ich ja kein Japanisch kann, laufe ich die ganze Zeit wahrscheinlich daran vorbei. Ah, wir sind bei 2. Okay, bei 2. Und ihr seid wieder bei Null. Irgendwas war gerade wieder falsch. Ja gut, ihr wisst, was ihr ja mal machen könnt. Und wie gesagt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid und wie ihr im Allgemeinen das Spiel findet. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal.